Was hat es zu bedeuten, wenn Narzissten sich entschuldigen? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Was hat es zu bedeuten, wenn Narzissten sich entschuldigen? Ist ein Wunder geschehen? Oder ist das wieder einer dieser Manipulationsversuche? Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung, wenn ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge, meist Fieslinge. Die Außenwirkung hat oberste Priorität für solche Leute. Narzissten bemühen sich daher bei Bedarf charmant, selbstbewusst und sogar rücksichtsvoll zu wirken. Trotzdem sie einigen Aufwand in den äußeren Schein investieren, hat das seine Grenzen. Was zu weit geht, ist von Persönlichkeiten mit deutlichen narzisstischen Tendenzen Einsicht und ehrlich gemeinte Entschuldigung zu erwarten. So etwas widerstrebt ihnen viel zu sehr und dagegen werden sie meist kämpfen. In Beiträgen beschreibe ich das und es stimmt. Trotzdem kann es sein, dass sie Narzissten überraschend entschuldigen. Was hat es dann damit auf sich? Welche Gründe könnte es haben, wenn Narzissten, die sich sonst nicht entschuldigen, sich auf einmal bei ihnen entschuldigen? Es ist wohl kaum zu erwarten, dass solche Menschen sich plötzlich besinnen, um sich aufrichtig zu entschuldigen. Äußern solche Leute eine Entschuldigung, hat das einen anderen Grund. Vermutlich erwarten diese sich davon einen Vorteil. Die falsche Entschuldigung soll Narzissten in irgendeiner Weise zugutekommen, während diese die Verantwortung von sich weisen. Wenn Sie verstehen, wie unehrliche, falsche Entschuldigungen von Narzissten klingen, dann können Sie sich besser vor der Illusion schützen, dass ein Narzisst die Schuld auf sich nimmt. So brauchen Sie nicht in die Falle zu tappen, zu glauben, er hätte aus diesem Unrecht gelernt und könne sich ändern. Solch eine Sicht birgt zu viele Risiken. Erscheint es so, als hätten sich Narzissten entschuldigt, lohnt sich ein genauerer Blick. Eine Entschuldigung ist ein Ausdruck des Bedauerns und der Reue. Es ist ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens, das von Bedauern begleitet ist. Es gehört zu einer aufrichtigen und angemessenen Entschuldigung, dass der Fehler zugegeben wird, der begangen wurde, und auch die Einsicht, dass sich dieser Fehler auf andere unangenehm ausgewirkt hat. So etwas erfordert die Übernahme von Verantwortung. Ohne Übernahme von Verantwortung ist es keine echte, ehrliche Entschuldigung. Narzissten sind nicht daran interessiert, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen betrachten Narzissten als Schuldeingeständnis, als Riss in der mühsam errichteten Fassade, als Eingeständnis persönlichen Versagens. Sie befürchten sich dann nicht länger als anderen überlegen und frei von Problemen darstellen zu können. So etwas, sowie Schuldgefühl und Scham, werden nicht zugelassen. Die wackelige, unreife Persönlichkeit ist damit überfordert. Entsprechend werden die Schutzmechanismen hochgefahren und der Defensivmodus aktiviert. Haben Sie eine Entschuldigung von einem Narzissten erhalten, fragen Sie sich vielleicht, warum die Entschuldigung erfolgt ist. War es, weil der Narzisst erkannte, dass er etwas falsch gemacht hat? Und weil dieser sich nun darum sorgt, wie sich das Fehlverhalten auf sie ausgewirkt hat? Oder weil dieser sein Handeln bedauert? Die wahrscheinlichste Antwort auf all diese Fragen lautet: Nein. Die Entschuldigung von Narzissten
dient selten dazu, dass sich jemand anderes besser fühlt. Narzissten benutzen Entschuldigung, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und dann ist die Entschuldigung noch nicht einmal echt. Narzissten setzen auf ein ständiges Spiel der Kontrolle und Manipulation. Um andere kontrollieren zu können, wollen diese das Gefühl haben, die Oberhand zu haben. Werden Narzissten wegen eines Fehlverhaltens bezichtigt, verlieren sie die Oberhand, weil die ganze Aufmerksamkeit nur auf sie gerichtet ist. Meinen diese, dass sie sich wegen dieses angeblichen Fehlverhaltens über sie aufregen, werden diese das Gefühl bekommen, dass ihnen die Schuld zugeschoben werden soll. Narzissten wollen Schuldgefühle auf keinen Fall an sich heranlassen, also meinen sie, die Schuld auf andere Menschen abwälzen zu müssen. Sind sie die Zielperson, dann werden sie das schnell zu spüren bekommen. Falls sie nicht bereit sind, die Schuld auf sich zu nehmen, die Narzissten auf sie projizieren, dann müssen diese tiefer in die Trickkiste greifen, um die Kontrolle zu sichern. Eine Möglichkeit, dies zu tun, sind falsche Entschuldigungen. Eine falsche Entschuldigung ist eine Erklärung, die oberflächlich betrachtet nach einer Entschuldigung klingt, der es jedoch an Verantwortungsübernahme und Reue fehlt. Die Worte suggerieren, dass die Person das Fehlverhalten anerkennt, doch es ist nicht die Absicht vorhanden, die Verantwortung zu übernehmen. Solch eine falsche Entschuldigung soll Narzissten die Verantwortung über das Fehlverhalten abnehmen und sie auf die Person übertragen, der Unrecht getan wurde. Ein Beispiel für eine falsche Entschuldigung. Es tut mir leid, dass Sie sich über das, was ich gesagt habe, aufgeregt haben. Das ist deshalb eine falsche Entschuldigung, weil Sie die Schuld auf Geschädigte abwälzt, die das Gesagte falsch verstanden haben sollen und die Verantwortung deshalb nicht von Narzissten zu tragen ist, die hinter der Aussage stecken. Die Aussage impliziert, dass die Person, der Unrecht getan wurde, sich nicht über die Äußerung des Narzissten aufgeregt hätte, wenn sie nicht so empfindlich wäre. Die Äußerung, es tut mir leid, erweckt den oberflächlichen Eindruck, dass ein Narzisst die Verantwortung übernommen hat. Bei genauerer Betrachtung gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass das tatsächlich der Fall ist. Ein weiteres Beispiel. Ich weiß, ich hätte mich nicht auf dieses riskante Projekt einlassen sollen. Es handelt sich um den Versuch von Narzissten, das eigene Verhalten und den Anteil an einem Problem herunterzuspielen, ohne anzuerkennen, wie sich das Verhalten auf sie ausgewirkt hat. Die falsche Entschuldigung soll sie vom Fehlverhalten und der Person des Narzissten ablenken. So wollen Narzissten die Möglichkeit nutzen, sich aus der Affäre zu ziehen und so schnell wie möglich zum Status quo zurückzukehren. Narzissten entschuldigen sich nicht, weil sie Empathie oder ein Gefühl für ihr Fehlverhalten entwickelt haben, sondern weil sie die Kontrolle über eine Situation zurückgewinnen wollen, in der sie sonst schnell die Kontrolle verlieren könnten. Mögen Ihnen solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was in Narzissten vor sich geht. Erscheint es so, als hätten sich Narzissten entschuldigt, lohnt sich ein genauerer Blick. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht ehrlich gemeint ist. Es ist Ihre Aufgabe für sich und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, Acht zu geben. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden, gehen Sie Ihren Weg. Passen Sie gut auf sich auf.